Weihnachten, Kinder. Ich habe eine Überraschung für Tom. Und für Ellie. Wow. Was für eine große Schachtel. Wir sind gespannt, was drin ist. Pikachu? Aha. Tolle Idee, Johnny. Oh, wir wollen einen Hund. Wenn ein Kind etwas will, müssen die Eltern es besorgen. Wir sind bereit. Wow. Tada. Die Kinder träumten von einem Rattenterrier. Aber Papa hat den Namen falsch verstanden. Aber das ist eine Ratte. Nimm sie doch selbst. Aber ihr wolltet doch eine Ratte. Ich wollte einen süßen Hund, der so macht. Ja, ja. Und wenn er wütend ist, dann macht er... Sieht aus, als würde jemand auf die beiden warten. Hey, schau mal. Was für ein süßes Hündchen. Komm her, nimm diesen Leckerbissen. Endlich haben Ellie und Tom gefunden, wonach sie gesucht haben. Komm, lass sie uns mit nach Hause nehmen. Ich habe ein Halsband dabei. Es gibt keine Zufälle. Jetzt gehört sie uns. Wir werden sie Ollie nennen. Was für eine Süße. Aber es gibt ein Problem. Während der Papa schläft, können sie Ollie reinschmuggeln. Es ist eine Herausforderung, aber es gibt keinen Weg zurück. Los, Baby. Oh Mann. Was? Woher kommen diese Geräusche? Ja, es wird nicht einfach sein, damit durchzukommen. Hör ich da ein Bellen? Nein, das ist nur Tom, der ein bisschen Beatboxing macht. Cool, ja. Yeah. Bam, bam, bam. Oh, wir verschwinden schnell. Und Papa wackelt wirklich mit dem Stuhl. Leise, lasst uns krabbeln. Die drei machen das toll. Und sie sind wie die Pfotenpatrouille. Und hier ist Mama. Sie macht gerade eine Kakaopause. Aber sie kann etwas in der Luft riechen. Hatschi! Oh, Mama hat einen Verdacht. Los! Los, los! Tom und Ellie haben einen Weg gefunden, den Hund zu verstecken. Und Detektiv Mama hat eine Fährte aufgenommen. Ups, die Gefahr ist nah. Was habt ihr vor? Wir lernen Geografie. Ah, von dort kommt der Geruch her. Eklig. Nimm diese Socken weg. Stinkende Socken bringen Alex auf die falsche Spur. Du bist so süß. Ellie hat schon als Kind von einem Haustier geträumt. Und jetzt ist ihr Traum endlich wahr geworden. Fluffy! Oh, es ist Zeit für einen Snack. Ich hab's. Folge mir, Baby. Papa schläft tief und fest. Hey, hey, super. Wir können es schaffen. Er wird es lesen, wenn er Zeit hat. Hunde zu verkaufen? Papa hat seine Brille aufgesetzt, aber er ist nicht aufmerksamer geworden. Stopp, was? Ja, das ist ein cooler Menschenhund. Was ist hier los? Johnny, schau genau hin. Lass dir nichts entgehen. Die Verkleidung hat funktioniert. Aber was sollen wir gegen den Geruch tun? Tom hat eine Idee. Der Hund braucht ein Bad. Das Wichtigste ist, dass wir viel Schaum haben.
Bunny kann es nicht mehr aushalten. Aber es ist gar nicht so einfach, ins Bad zu kommen. Lass mich rein. Armes Ding. Klopfen hat keinen Sinn. Na toll. Ellie hat einen Ausgang gefunden. Und der Vater konnte eintreten. Das ist dir peinlich. Oh, Entschuldigung. Was? Was denn? Los! Johnny wurde wieder reingelegt. Es ist Zeit für das Frühstück. Tu Hundefutter in den Katzennapf. Hoffentlich stört es die Katze nicht. Nimm dir was. Ups, es gibt ein Problem. Sie müssen das Hundefutter irgendwo lagern. Aber wo? Leute, denkt nach. Oh. Ja, genau. Lass es wie Müsli aussehen. 1, 2, 3. Fertig. Gib mir 5. Das haben wir gut gemacht. Mit leerem Magen kann man nicht lesen. Wenn Johnny nur wüsste, was für ein Essen er bekommen wird. Vielleicht schmeckt es mit Milch besser. Daddy hat einen guten Appetit. Was denkst du so? Okay. Sie haben es wieder geschafft. Wow, Ollie ist ein 3D-Gemälde geworden. Es ist fast wie die Hundeversion von Van Gogh. Ein Besucher der heimischen Kunstgalerie ist total begeistert darüber, es zu sehen. Ellie und Tom sind gut darin, ihre neue Freundin zu verstecken. Zumindest bis jetzt. Habt ihr den Verstand verloren? Zu Hause gibt es keine Hunde. Vor allem keine großen Hunde. Aber Mama, aber bitte. Ich habe es euch immer wieder gesagt. Mami, kann sie bleiben? Sie ist doch gar nicht so groß. Ich will kein Wort mehr hören. Einmal war ein Hund bei ihnen zu Hause. Ein flauschiger, süßer Ball. Aber dann konnten sich Mama und Papa nicht einigen. Okay, lass sie bleiben. Oh, Ollie ist verschwunden. Der arme Johnny wusste immer noch nicht, was er mit dem Müsli machen sollte. Was für ein verdächtiges Geräusch. Man sagt, dass in jedem Kleiderschrank Leichen liegen. Und in manchen Schränken verstecken sich Hunde. Schatz, ein Hund im Haus? Bist du verrückt? Hör auf zu schreien. Ich werde dir alles erklären. Dad. Okay, lass sie bleiben. Du triffst die richtige Entscheidung. Wow, sie sind Freunde geworden. Willst du auch mal? Nein? Wie wäre es damit? Probiere es. Wow, jetzt gibt es jemanden, mit dem du Twister spielen kannst. Und es macht noch mehr Spaß, gemeinsam zu lesen. Was für ein schöner Kuchen für Olli. Pfoten weg. Alles Gute zum Geburtstag, hübsches Mädchen. Die ganze Familie ist da. Happy End.